So, ich komme hier gerade vom Duschen. Und ja, natürlich, wie es hier auch High Quality Vlog ist, weil es ja auch ein High Quality Vlog ist, muss natürlich auch das erwähnt werden. Muss sowas erwähnt werden, wie in jedem anderen Standard Vlog. Und ja, High Quality Vlog beginnt. Feier hört schon Musik, weil ihn das nervt. Wenn ich Vlog mache, es nervt ihn, deswegen hat er die Kopfhörer auf. Ne? Ganz klar. Gruselig. Warte, nee, mach noch mal neu. Die ist von... Da, so sehen sie, wie wir uns verhalten. Na, wenn das Internet immer noch nicht geht. Es geht einfach nicht. Ermittelt, sagen sie. Guter Joe. So, Freunde, ich renn da hier immer noch den 6-Stunden-Part und guck mal, wie lange das dauert. Wir haben jetzt 15 oder 16, es ist schon nahe 16 Stunden hier gerendert. Der geht ganze 5 Stunden 45 oder ist er zumindest nah dran. Ja, den rendern wir gerade. Wir müssen jetzt noch 10 Minuten warten. Dann ist das auf 100%, ne? Also, das haben wir über Nacht natürlich rendern lassen, ist ja ganz klar. Weil wir machen sonst sowas, ne? Seitdem sind wir wach. Na, ist aber nicht. Auf jeden Fall nichtsdestotrotz, ne? Seht mal, wie viel Arbeit das bringt. Okay, ist keine Arbeit. Rendern. Das kommt alles auf YouTube, Alter. So 6 Stunden, Alter. Ja, das wird ein 6-Stunden-Bart. Der wird ja wahrscheinlich schon früher als der Vlog da sein. Deswegen, ja, da seht ihr mal, wie lange sowas dauert. Für so einen 6-Stunden-Bart brauche ich 16 Stunden Rendern. Dann könnt ihr das ja ein bisschen ausrechnen, wie viel dann eine halbe Stunde-Bart dauert. Könnt ihr euch ja selber ausrechnen. Könnt ihr auch durch 6 teilen, oder gesagt durch 12 teilen, und ja, 16 durch 12 ist wie viel? Richtig, die Zeit für, also die Renderzeit für einen halben Stundenbart. Und Feier, du bist einfach ein dünnes Eis, Eistee, was geht, Bro? Willst du ein Spare Rib oder ein Kilogramm Goldbeeren? Das Internet war weg. Deswegen haben wir uns gelangweilt. Jetzt ist es wieder da, aber es geht irgendwie immer noch nicht. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So. Guck mal da, Leute. Wir machen das hier. Kinofilm. Kinofeeling für zu Hause nach. Cheer Tortillas. 2 Minuten. Für 120 Grad. Hier. Dann fokussierst du nicht. Genau, das müssen wir hier in den Backofen tun.
machen wir hier. Wir haben das schon probiert, ne? Ja, Mann. Schmeckt richtig geil und deswegen machen wir es jetzt nochmal. Wir haben jetzt hier noch mehr reingetan. Und ja, das wird jetzt richtig geil. Davon. Das sind Chio Tortilla Nacho Cheese. Also Chio ist ja generell schon geil. Ich habe davon wirklich noch nie sowas gehalten. Warum die das so hypen, aber jetzt weiß ich auch, die schmecken mega geil auch so. Und so schmecken die übelst geil. Ne? Die werden wir gleich schön probieren. So, Freunde, es ist geschehen. Schön warm. Wir haben die jetzt hier reingetan. Ne? Also, wir sagen das nochmal. Sag mal. 120 Grad. Wir haben die jetzt hier reingetan. Minuten. Die haben wir vom Backofen geholt und haben wir die halt hier reingetan. Ne? Einfach auf dem Backblech. So, jetzt will ich lieber probieren. So, dann kommt jetzt der schlechteste Kamera der Welt. Noch einmal Licht filmen, weil der schlechteste Kameramann. Und ja, jetzt. Mega geil, einfach nur. Das hat einfach so in Dippe zum Beispiel gefehlt, ne? Chicken Tortilla ist auch lecker zum Salat. Nur da der genau, da lecker zum Salat. Da freust du bestimmt. Oh. Oh. Junge, du schlechter Kameramann, Alter. Ich lieg gerade im Bett. Feier hat mich mit seiner Faulheit angesteckt. Ich hab mich auch nicht mehr als einen Meter bewegt. Feier, du bist ein Fettsack. Das ist Feier. Der ist noch fetter als ich. Oder Bro? So ein Fettsack. Was ein Fettsack. Warum geht das Internet nicht, ne? 3.10 Uhr. Internet hat wieder Spackungen. Wir wollen hier gerade. Es reicht, weiter Winkler. Und schon. Hier. Oh Mann, ja, Freunde, es ist der 11. Morgen fahre ich heim. Ja, sieht man doch da. Und ja. Ja, wir schauen die ganze Zeit jetzt Drachenlord-Videos. Aber seht euch an. Schon wieder kein Internetempfang. Wie immer. Oder Feier. Kann man so ein Fettsack sein eigentlich? Schämst du dich nicht? Die haben wir auch wieder in den Ofen getan. Die schmecken geil. Warum ist hier jetzt ein anderes Lichtverhältnis? Erklären Sie es mir mal. Jetzt ist wieder ein anderes Lichtverhältnis. Erklären Sie es mir mal. Können Sie es mir erklären? Wie kann man so ein Fettsack sein? Warum geht das Internet immer noch nicht im Fettsack? Ich will niemals Nintendo lernen. Pikmin Adventure. Warum nicht? Wenn ihr doch die extra Welt macht, also die extra Mission, also Level 18, viel Spaß. Ja, der Boss war wie da, cool. Die Wii-Fernbedienung. Weil meint ihr, wie oft die davor war, da drüben auf dieser Wand, wo das Heisenberg-Ding ist, vorzuklatschen? Warum geht das nicht, ne? Warum geht das Internet immer noch nicht? Da wird man doch Fuchsteufelsbild, oder? Wie kann man so ein Fettsack sein? Fettsack! Geht immer noch nicht, wir können es halt immer noch nicht gucken, ne? Was sagst du dazu? Tja, ne? Du musst halt leiden, oder? Ja, du Fettsack, Alter, du bist ein kompletter Fettsack. Tja, Leute. Das habt ihr zu verantworten. Tja, so wenig. Feier, mach mal wieder recycelte Jokes. Sehr super.
Ich kann mal eigentlich nur so ein Fettsack sein. Was soll denn das? Wie viel willst du denn noch fressen, du Fettsack? Das ist der letzte. Das ist der letzte. Was kann man hier rausbasteln? So. Was sollte das jetzt? Das ist für die Zuschauer. Nutella be ready. Kauft euch das. Wir packen das einfach wie ein sozialer Typ zurück. Das wird. Ja, okay, wir können ja. Was wäre ein Vlog oder eine Verlosung? Stimmt. Gut, also diese Verpackung hier wird natürlich nicht verlost. Das wird hier irgendwas hier. irgendwas super, super Schönes aussuchen. Und das wird dann verlost. Hier, wie wär's damit heute? Ja. Wie wär's damit heute? Ein leerer Becher. Damit es auch sicher ist, damit ihr auch sicher sein könnt, dass es leer ist. Fülle mich rein, hier leer. Das gibt's heute zu verlosen. Die Feier, du kannst ja auch nochmal hier noch eine super schöne Sache hier aussuchen, was du auch verlosen wirst. Such dir was hier von dieser von diesem Paradiestisch da aus. Currywurst. Die Currywurst. Ist sie noch da? Nein, da ist noch keine Ahnung, was da drin das ist. Aber ich mach das jetzt sicherlich nicht auf, weil da bestimmt Maden drin sind. Willst du Maden essen? Ja, bitte mach. Ja, hol dir jetzt irgendwas hier, irgendwas Schönes hier. Die und das verlosen wir. Die Currywurst willst du verlosen? Mach auf. Nein. Mach halt selber auf. Ich hab Angst, oh, da ist am Boden liegen. Oh ne, Erika, der Gegensteig. Der Deckel. Das wird verlost. Das willst du verlosen. Ja, oder guck mal da oben an der Lampe da, das Licht, wenn du das Licht findest, wie geil du da die Glühbirne siehst. Siehst du das, wie high quality das ist? Zoom mal ran. Ist das keine schöne Qualität? Das sieht super aus. Das wird auch verlost. Also was wird auf jeden Fall verlost? Ein Schluck. Dieser leere Monte Drink, damit wir das natürlich nicht vergessen, tun wir das natürlich hier wieder zurück. Na? Also das könnt ihr euch abholen. Ne? Ihr müsst nur eine Frage beantworten. Wie heißt dieses Video, was wir jetzt hier? Wie heißt das Video, was wir hier anschauen? Also wer es nicht weiß, der kann es natürlich, kann leider nicht an der Verlosung mitmachen, oder? Und ihr müsst das halt einfach raten, was wir für ein Video schauen. Also es ist auf jeden Fall nicht, es reicht, oder? Und ja, ganz einfach. Und damit kriegt ihr auch ganz easy diesen Monte Drink. Also, natürlich ganz leer einfach getrunken. Sagen wir, das Video heißt, man doch, es reicht! So, sorry, kurze Auseinandersetzung. Ja, also das, auf diesen Titel kommt ihr echt nicht, also das ist echt schwierig darauf zu kommen. Also ihr habt zwei Möglichkeiten. A ist auf jeden Fall, es reicht. B ist auf jeden Fall, es reicht. Guck ihn ja dir an. Und wer die richtige Antwort hier natürlich dann errät. Junge, du fette Sau, wie kann man so fett sein, Alter? So, ja, komm, nur fressen. So. Nur fressen, wie so ein Fettsack. Das ist voll los. So, auf jeden Fall. Ja, also A, Antwort A, Möglichkeit ist auf jeden Fall, es reicht. Und B ist natürlich Zimtzicke. Ja. Also wie könnte dieser Titel wohl lauten von Drachenlord? Das Video, was wir uns anschauen wollen. Es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig. Jeder, der natürlich es reicht macht, hat natürlich falsch gehabt. Diese Frage wurde auch bei Wer wird Millionär genommen, also als eine Million-Euro-Frage, so weil die schwerste Frage von allen. Warum haben wir immer noch kein Internet? Kannst du mir das mal bitte beantworten? Das verstehe ich leider noch nicht. Scheiße. Es ist, seit 7 Minuten geht das nicht. Also ich finde das eine bodenlose Frechheit an der Stelle schon mal. Was heißt das für die Zuschauer eigentlich so? Wenn das Internet nicht angehen sollte, ja? Gibt es keine Videos mehr? Dann werde ich diesen Kanal hier löschen. Gibt es keine Videos mehr? Ich werde es dicht machen, Alter. Also, wenn dieses Internet, sagen wir es mal, bis 3.20 Uhr nicht funktioniert, dann war's das. Gibt es keine Videos mehr? Ne. Ich weiß schon, wie ich das und dieses besagte Video wird niemals kommen, weil wir kein Internet haben. Aber ich sag euch, das wird auf jeden Fall online kommen. Und das wird dann unser Verabschiedungsvideo. Wenn es dann in 10 Minuten nicht 5 Daumen hoch hat, war es das. Wenn das nicht Millionen Daumen hoch hat in einer Minute, wenn es überhaupt online kommt, dafür werde ich sorgen, dass es vielleicht online kommt. Aber das wenn es keine Video, Millionen Daumen gibt, war es das. Dann gibt es keine Videos mehr. Ja. Dann ist die Videogeschichte von Joker Trash Geschichte.
Warum gehst du immer noch nicht Internet? Warum gehst du nicht Internet? Warum gehst du nicht Internet? Ich will dich sehen. Internet ist super schön. Warum gehst du Internet nicht? Warum gehst du Internet nicht? Warum gehst du Internet nicht? Ich will dich super sehen, super schön. Internet, ich will, dass du funktionierst. Das ist super schön, super schön. Internet, geh doch bitte wieder. Geh doch bitte, bitte wieder. Als ob das geht, du fette Sau. Bitte Internet, geh doch wieder. 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 Warum ist dieser Fettsack noch am Leben? Warum geht das Internet nicht wieder? Feier spielt mal wieder Sounds ab. Tja, so läuft das hier. Jedes Mal. Internet, geh doch bitte wieder. Bitte Internet, geh doch wieder. Sag's dazu. War erstmal wieder witzig am Soundjob spielen. Immer wieder entstehen Dinge durch Zufall.